Vielleicht merken die das ja gar nicht. Wie du meinst, dass wir weggehen? Genau. Können die einfach mit uns? Ne, die bleiben stehen dann. Achso, hier geht's auch nicht weiter. Okay, ich dachte... Okay. Dass die überhaupt noch laufen können, dass die den Weg überhaupt noch finden. Muschel. Den guten alten Stein, den schlägt keiner. Zur nächsten Runde spielen wir mit Brunnen. Der OP-Brunnen. Der totale OP-Brunnen. Der keinen Sinn für dieses Spiel macht. Also ich weiß gar nicht, wir können jetzt hier durch. Alter elfischer Luftstab. Das klingt sehr komisch. Warum habt ihr denn jetzt so gelacht? Weil, wegen deinem Kommentar, Weil das witzig war, I hate Shelly. Sehr witzig. Oaks! Not the Oaks! Come, let's go back to the bridge. Let the source hunters handle their... Guck, die hauen jetzt einfach ab. Sollen wir die Orks umhauen? Ja. So, es wird gespeichert. Ich sehe schon, die Speicherpunkte sind ganz gut gesetzt. So, da ist ein Fass. So, jetzt landen die Orks da. Und wir sind direkt im Kampf. Und einer steht beim Fass. Ich werde mal nicht da reinchargen. Du kannst das Fass... Achso, nee. Ich werde gleich das Fass anschießen. Ja, aber dann... Also, ich... Meinst du, dann tut man natürlich den Menschen auch... Nee, der ist auch böse. Ist auch böse. Stimmt. Ist ein Kultist. Sonst hieß er nicht schwarzer Kultist. Ich glaube, das ist eindeutig, dass das nicht die gute alte Omi von nebenan ist. Ja? Ich möchte mal kurz was probieren. Du hast jetzt Feuerball gelernt. Das war also ein Zauberstab, den ich habe. Ach so. Stab des Magiers. Zuweisen. Erfordert Stabwaffe, aber ich habe die Stabwaffe doch an. Was hast denn du jetzt da? Das ist ein Zauberstab, das ist keine Stabwaffe. Ah! 13, ach shit. Weil es doof ist, ich kann de facto dann in dieser Runde einfach nichts machen. Mm. Weil ich kann da nicht ranchargen, ich kann da nicht hingehen. Ziehe das Übungsschwert wieder an. Weil ich glaube, das veraltete Kurzschwert ist besser. Ich muss mal ganz kurz vergleichen. Ist identisch. So, dann setze ich die Runde einfach aus. Okay. Na super, jetzt bewegen sie sich natürlich von dem Fass weg. Tja. Kacke. Und ich habe schon voll viel Leben verloren. Also der da muss sterben. Definitiv. Okay, ich versuche mal was. Na okay, ist nicht übergesprungen. Dann war es natürlich jetzt etwas effektiv. Kann ich nicht noch weggehen irgendwie? Du könntest einen Heiltrank gucken, ob du ihn nehmen kannst. Oder ich glaube, der braucht zwei. Nehme ich den mal. Nur 14. Stimmt, Goli. Ich hatte ja diesen Copy-Paste-Fail auf Twitter. Der war so lustig. Okay, der Legionär hat uns die EP geklaut. Nun. Diese Stimme immer, was war das eigentlich nochmal? Der Erzähler. Der hin und wieder komische, ironische Kommentare über uns loslässt. Mhm. Und praktisch dafür haben wir doch den Chat. Ja. Das stimmt auch wieder. So, vernichtende Faust. Ja, fuck. Doch, ich hab ihn niedergeworfen, aber. Heißt, er kann in der nächsten Runde erstmal nicht ballern. Das ist vielleicht ganz gut. Hauptsache, die heilen sich. Bringt nichts.
Ach, die Hose macht. Okay, die Hose macht die Sprüche. Die Stimme ist die Hose, die du trägst. Nun. Aber das heißt, du hast beim letzten Mal 8 Stunden lang diese Hose angehabt, oder was? Anscheinend. So. Chief Dane. Ausprobiererig. Chief. Hat's den jetzt irgendwie erwischt? Das Ding muss noch in die Luft fliegen. Verdammt, ich dachte, den hätte es jetzt irgendwie erwischt. Ja, ich hätte mal die Spinne beschwören sollen, das wäre jetzt sinnvoller. Mich würde es ja sehr abfacken, wenn meine Unterhosen mit mir sprechen, sagt Frau Buke. Ja, das stimmt irgendwie. Das ist ein Argument. Definitiv. So. Also der Schamane ist auf jeden Fall gefährlich. Der ist jetzt auch leider dran. Na gut, der hat die jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Ich habe halt nicht genug Punkte für die Spinne, also kann ich nur schießen. Meet your demise! Zack! Ist er sich sicher, dass er da stehen bleiben will? Schade. Er ist nicht schwarz, der Kultist. Der steht einfach in Öl, Mann. Ich möchte jetzt dieses Fass anschießen. Dann tu's. Ja, mach ich auch gleich. Mach ich auch. Mach ich auch. Puh. Mach mal. Mach ich jetzt auch. Na! Wir hätten das Fass von Anfang an einfach ignorieren sollen. Das ist doch kacke jetzt. Oder? Ah. Hä? Das war doch nur ein Ölfass? Ja, das war ein Ölfass. Ich dachte, das wäre ein Feuerfass. Und du wusstest das. Komm, du wusstest es nicht. Du sitzt dich jetzt hier hin und sagst, natürlich war das ein Ölfass. Ich wusste, dass das ein Ölfass ist. Ich dachte aber, das explodiert von allein, wenn man es kaputt haut. Ja, aber also wusste, dachtest du das gleiche wie ich. Nein, du dachtest, es ist ein Feuerfass. Was ich ja, warum sollte verstehe, ein Ölfass explodieren? Ja, warum sollte in einem Fass einfach Feuer sein? Nein, dann okay, lass uns darauf einigen, dass wir beide dachten, es wäre ein Explosivfass. Was soll das? So geht das nicht. Wieso? Du weißt ja jetzt schon, was du genommen hast. Scheiße. Ich nehme einfach Papier und zerschneide es dann selbst. Was machst du jetzt? Habe ich einen Glitch entdeckt? So ein Schwachsinn, ey. Und durch Brunnen kann man nämlich auch durchgucken und dann sieht man, was der andere wählt. Das Spiel ist komplexer, als du denkst. Ich wurde verfehlt, wenigstens. Jetzt haben die uns die EP geklaut, weil wir zu langsam waren. Wir haben keinen einzigen getötet. Es gibt explosive Fässer im Spiel, also tu nicht so, als wäre das jetzt total absurd gewesen. Boah, ich gehe schon mal weiter. Ich kann ja nichts machen. Warum eigentlich nicht? Ich bin halt einfach zu weit weg von dem Typen, weil ich dachte, das Fass explodiert gleich. Ich bin immer zu weit weg. You were right there. Verfehlt? Boah, das stinkt aber mächtig. Was sich schläft, da takt sich. Wir bekommen die EP trotzdem. Okay.
Ist ein fairer Deal. Ich weiß nicht warum, aber okay. Ich habe einen Gutschein für 1000 EP bekommen. Was denn? Ich einfach während dem Kampf schon mal mich umgucke. Loote. Oh, Schinken. Aber rundenbasiert. Nee, das kannst du nicht zu viel wegschnappen. Komm, ich stehe jetzt erhöht, ja? Das macht überhaupt keinen Schaden. Wie halt echt das Loot. So, jetzt gehe ich nochmal hin, aber nur aus Anstand. Simulant, du. Die sind halt auch Stufe 2, ja. Komm, ich mache jetzt den Todesstoß, damit ich wenigstens so tun kann, als hätte ich irgendwas Sinnvolles gemacht. Yay! Du hast jetzt bestimmt alles geklaut. Konnte doch gar nicht. Die Leuchten schon gelootet? Nee, noch nicht. Ich häng fest. Irgendwie. Gabi triggert. Gut, du hängst fest, dass vielleicht bist du noch von dem Öl beeinflusst. Beeinflusst, meinst du? Beeinflusst. Die haben irgendwie komische Schiffe. Na gut, gehen wir mal weiter. What's all this ruckus? Sounded worse than a dozen tomcats fighting over the world's last mackerel. Der kauft schöne Sachen. Der hat Zeug. Ich würde nur vielleicht trotzdem erstmal mit ihm reden. Oder? Ja. Ah, but I see we've suffered another orc landing. And judging by the relative ease with which it was dispatched, I can only come to one conclusion. Source hunters have arrived in Sisiel. You're as welcome as a glass of cooled milk on a hot day, my friend. I'm Ahu, at your service. It was I who requested your presence in this troubled city. So you were, and so you weren't. Behold! There we are. Meet my other half, Hunter. Man sieht ihn gar nicht. Man kann es jetzt gar nicht sehen, aber er... Genau, er... Er hat die gleiche Frisur wie ich. Hat auch eine... Das ist wichtig zu wissen. Eine menschliche Form. Haha! No need to look so flabbergasted. I may be a wizard rife with tricks and guile, but I assure you, my plea is an earnest one. Mm-hmm. Don't. So, now that the cat is out of the bag, let us turn to the matter of Counselor Jake's murder. Sein Ernst? Erzählt mir bitte mehr über den Mord, denn ich bin interessiert an Morden. It's hard to put my finger on it, but I can feel in my very whiskers that sorcery was at play. Visit the scene of the crime, and I'd bet sardines for salad you'll say the same. Captain Aureus, though, the local commander of the Legion, insists I'm seeing ghosts. I insist he's blind to all but the undead. Ja, die haben fast alle einen britischen Akzent, eigentlich. Die Charaktere, die so reden, Morgenmuffel. Wo finde ich den Tatort? Jake was murdered in a downstairs room of the King Crab Inn, up in Sisiel proper. The Legion keeps it under lock and key, though, so you'll need Aureus's permission, should you want to have a peek. Dort. Oh ja, Aureus, an den erinnere ich mich auch noch, der war anstrengend. Ja, war wirklich. Ein Ratsmitglied wurde ermordet, insofern nehme ich an, dass es Tatverdächtige gibt. So there are, or rather, there is. Popular opinion has it, his wife did the deed. But to be frank, I have my doubts.
Wo finde ich den Tatort? Sonntagabend, ARD. She seems a likely candidate, to be sure. But that would make her a sorceress. Esmeralda knows how to charm, yes, but I just don't see her magic extend beyond a frolicsome look and wink. Still, don't simply take my word for it, Hunter. It may be well worth your while to cross-examine her yourself. The Legion has her under guard in her shop near the town square. That's where you'll find poor Jake's widow. Irgendeiner von uns atmet sehr laut. Bringing your little orcish girlfriend here is like bringing a wolf to a hen. Dass das so ein bisschen Eigenrauschen hat, weißt du ja, ne? Ach so, das ist das, okay. Es gibt noch was anderes, über das ich reden möchte. Ja, das war das Besondere, das wir gesehen hatten, die Orks wurden von einem... von einem Menschen angeführt. A human, you say? Truly? But that would be like a kitten leading a wolf pack. Nun. And yet, I have heard rumors about a sect of sorts. A shadowy set of worshippers that associate even with orcs. Some say they're sorcerers, but people will say that about anyone who behaves a bit strangely nowadays. I don't quite know what to make of this news, but thank you for informing me. It'd be foolish to dismiss such a curious event out of hand. Was heißt denn nach gerade? Keine Ahnung, hab jetzt nicht drauf geachtet, was er auf Englisch sagt. Was für Ärger habt ihr genau mit Untoten? Die gibt's ja ebenfalls noch. Ah, the undead. They've been clawing their way out of the ground for 2 years now. And for 2 years, the stalemate between them and the living has been dragging on at a weary pace indeed. The Legion did a good job keeping them at bay, but I think it's fair to say that without my magic-infused balistery, they'd have gotten the better of us by now. Someone is responsible for the outbreak. Necromancers are at work, but who are they and where do they hide? Alas, that searching for them is like searching for a single louse in a lion's mane. So. Unfortunately, that is absolutely correct. The Orc siege is yet another hairball stuck in this city's already choking throat. And it shows no signs of abating. Ich finde es übrigens großartig, wie sie die Sprache so darauf angepasst haben, dass er diese Katzenform hat. Mit so Sachen wie, die Ork-Belagerung ist ein weiteres Fellknäuel im bereits würgenden Rachen dieser Stadt. Und dieser scheiß NPC. We've cordoned off the western beach where most Ork activity has been reported. For the 9 lives of me, I can't seem to figure what they're doing here. There's nothing of interest along the waterfront. Except for a set of caves with an unfavorable reputation. Maybe they're after some pirate's treasure, the fools. Erzählt mir doch bitte mehr über den Katzentrick. Oh, but that's not a trick. It's a blessing. Or does it surprise you that I enjoy taking a feline guise? Such magic is a gift, Hunter. To tread upon the realm of instinct. Even articulate speech, perhaps humanity's greatest asset, cannot give expression to something so inextricably innate. To be out in the night, to stalk on silent paws and hunt with only the moon as your witness. You couldn't possibly imagine the thrill. Na, der fährt total drauf ab. But of course, it's handy to speak in more than meows. And I couldn't brew potions or make machines without opposable thumbs. This I freely admit. Let's just say I have found a way to enjoy the best of two worlds. I'm glad we've met, Source Hunter. And I'm certain we have a lot more to talk about. Feel free to visit me whenever you want. I've set up a workshop in the Legion's headquarters.
Okay, aber vorher will ich mal ganz kurz gucken, was er so handelt. Yep. Weil so interessant scheint das nicht zu sein. Wobei, die Identifizierungslupe kaufe ich mal, weil ich weiß, dass wir die brauchen. Nee, die ist voll teuer. Vielleicht finden wir eine. Wiederbelebungsrollen? Vielleicht finden wir welche. So. Once you're there, just take the stairs. But do pay a visit to Aureus first. Yay, Aureus. He may bark like a beagle with its tail stuck in the door, but you won't get very far in your investigation without speaking to the de facto leader of Sisium. And with that, I bid you adieu, Hunter. Adieu and good luck. May your enemies prove to be mere mice and you the dauntless Mouser. Ja, sagen wir mal. Orks, looks like we have our work cut out for us. Mm. At least we won't be bored. How about we go see that Aureus chap Arden mentioned? Genau, und an der Stelle würde ich gerne mal eine Pause machen. Genau, und wir treffen nach der Pause an Aureus und sehen uns Sisiel an. Das wird wahrscheinlich dauern. Oh ja, das ist eine, wobei die Stadt nicht groß ist, aber sie ist sehr schön und detailliert. Und dann schauen wir mal, was es mit dem Mord auf sich hat. So, bis nach der Pause, bis ihr Lieben. Gleich. Tschüss.